Einen schönen guten Abend, willkommen zurück zu Hearts of Iron 3 Kanada, die dritte Folge und wie der Titel wahrscheinlich schon sagt, mit besserem Ton, hoffe ich. Das heißt, hier ist es wichtig, dass ihr mir jetzt einfach in die Kommentare dann schreibt, ob alles in Ordnung ist oder noch wichtiger, was nicht in Ordnung ist und meinetwegen, da ist ein Kratzen, ein Rauschen oder so, weil ich habe jetzt relativ viel gemacht, habe relativ viel rumprobiert und an meinem Ende klingt es jetzt ganz gut und sauber. Das kann aber natürlich bei euch völlig anders sein. Das heißt, ich habe jetzt ein neues Mikro angeschlossen, habe noch so eine kleine Box davor gehangen. Das war alles schon soweit ganz gut. Dann habe ich noch ein bisschen mit dem Mikro rumprobiert, mich durch die Software durchgefuchst und ja. Für mich klang es dann ganz gut. Ich hatte dann auch den Ton auf beiden Seiten, also von daher war ich ganz zufrieden. Dann habe ich die ganze Serie neu gestartet, habe 3 Folgen aufgenommen. Und obwohl das eigentlich ganz lustig war und ich ein paar Änderungen, die ich mit dieser Folge auch einführen werde, dort von Anfang an eingesetzt habe, war ich dann sehr unzufrieden, weil in diesem Neustart, den ich logischerweise jetzt nicht hochgeladen habe, Deutschland nichts gemacht hat. Der Krieg gegen Frankreich, Belgien und Holland, der ist zwar ausgebrochen, aber die Deutschen haben nie angegriffen. Es war also 1943 oder so und alles war genauso wie am Anfang. Und das, obwohl Italien, Ungarn, Rumänien und all diese Länder hier mitgemacht haben und auch Frankreich angegriffen haben, oder nicht angegriffen haben, sondern mit denen halt im Krieg waren und dort ihre Truppen an die Grenze geschoben haben. Es hat sich nichts getan. Ja, von daher machen wir hier weiter, weil nochmal neu starten und so eine Enttäuschung erleben möchte ich nicht. Was wird sich noch ändern? Einmal ganz wichtig, wir werden diese ganze Technologie hier alles über Bord werfen, denn mir ist aufgefallen, warum oder wie hat Kanada das denn historisch gemacht? Kanada hatte keine große Kriegsindustrie, keine Schwerindustrie für Kriegsmaterial. Also von der Uniform bis zum Panzer wurde eigentlich alles per Lendlease besorgt, und zwar aus den USA und dem United Kingdom. Und warum sollten wir das anders machen? Wir werden nur das erforschen, was wir brauchen, und ansonsten kaufen wir uns die Sachen dann eben per Lendlease und ersetzen dann altes Material durch neues Material mit der Zeit. Ja, dementsprechend wird auch unser Aufbau etwas verändert werden. Die Technologie wird verändert werden. Was werden wir noch neu machen? Ich habe einen schönen Tipp bekommen. Und zwar soll ich so eine kleine Liste führen mit den Plänen, die ich hier habe für das Spiel und so. Und ich habe dann rumprobiert, wie ich das jetzt hinbekomme, dass ich dieses kleine Windows Notepad da rechts in die Ecke bekomme. Und das hat nicht so richtig geklappt. Und dann ist mir eingefallen, ich kann das ja einfach hier machen. Das heißt, wir machen hier mal unser Hauptoberziel. Spielen bis 1945. Apply. Dann können wir den nämlich speichern. Ja, schau mal hier, hier haben wir noch. Okay, ich glaube, das ist von einem anderen Spiel die Sachen. Atlantikkrieg gewinnen, richtig. 2 Expeditionskorps bauen, richtig. Was brauchen wir noch so? Sagen wir mal, wir brauchen außerdem 3. Machen wir mal ein bisschen. 2 Bomberstaffeln bauen. Auch das speichern wir. Und noch einen neuen Plan und den nennen wir Afrika befreien / Operation Torch dürfte das gewesen sein, die Landung in Afrika durch die Alliierten. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Wir dürfen dort kein / reinsetzen. So, kein Problem. Und ein mehr noch, und zwar Invasion Italiens. Und auch den speichern wir. So, also das haben wir jetzt hinter uns, die etwas nervigen Sachen, diese Organisationsgeschichten. Unsere Naval Bomber sind hier oben. Unsere Fighter sind hier. Ich denke, wir nehmen jetzt mal das alles und schicken es hier runter nach ins östliche Mittelmeer. Dort können wir anscheinend nicht hin.
Ja, dort können wir hin. Einfach deshalb, weil wir hier oben keine großen Luftkämpfe haben, hier unten aber ganz schön in Bedrängnis sind. Und warum sollten wir uns dann dort nicht beteiligen? Wir haben hier zwei Zerstörer bereits hinverlegt und die anderen auch. Das ist gut. Den Atlantikkrieg werden wir fürs erste Mal hier sein lassen und uns vor allen Dingen hier auf dieses Gebiet konzentrieren. Und das heißt vor allen Dingen Konvoi-Raiding hier in dieser Zone rund um das hier ist Tobruk. Nee, El Iskandia, Bursadi. Sagt mir alles nichts. Ist hier Tobruk? Wo ist Tobruk? Tobruk. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, hier rund auf jeden Fall rund um den Suezkanal. Das wird unser Ziel sein. Schauen wir uns einmal den Naval Mode an. Das deckt also eigentlich alle drei wichtigen nahegelegenen Häfen ab. Von daher hoffe ich, dass wir dort ein paar Konvois erwischen. Ja, okay, alles klar. Das läuft. Dann Technologie. Wir brauchen Landing Crafts, machen wir noch fertig. Light Tank Engine und sowas brauchen wir nicht. Infantry Anti-Tank Weapons werden wir machen. Single Air Engine brauchen wir nicht. Small Fuel Tank brauchen wir nicht. Das Kriegsschiff machen wir. Die ganze Infanterie werde ich weiterlaufen lassen. Die werden wir selber bauen. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir uns auf die Sachen konzentrieren, die uns tatsächlich etwas bringen. Und das heißt, ich möchte auf jeden Fall hier in die Superior Firepower. Dann können wir nämlich unsere Divisionen mit einer weiteren Brigade ausrüsten. Das heißt, statt vier sind es dann fünf. Und Produktion, wir bauen Schiffe, Konvois, das ist alles genehmigt. Upgrades, Reinforcements, hier mal so ein bisschen kurz das wieder richtig setzen. Landlease kriegen wir schon? Nein, kriegen wir nicht. So, fragen wir mal, ob die USA nicht bereit wären, uns ein bisschen was zu geben. Technology, Espionage, setzen wir ein bisschen runter, da brauchen wir nicht so viel. Diplomacy ist okay, wir kriegen 4,4 Offiziere. Ich denke, wir kommen auch mit ein paar weniger zurecht. 1,8, ja. Dann werden wir etwas schneller tanken. Jetzt haben wir ein bisschen mehr IC. Die werden wir auch direkt bei den USA wieder verwenden, wahrscheinlich. Ah, dann vielleicht bei Großbritannien. Und zwar kaufen wir einfach Produktionslizenzen. Und zwar für Landing Crafts brauchen wir 6 Stück. Ja, schicken wir ab. Gut. Die sollten wir jetzt auch bestellen. Ah, wir haben immer noch 3 IC mehr. Okay. Auch die werden wir benutzen, das ist kein Problem. So, wie sieht das aus mit dem. Okay, passt alles. Schauen wir nochmal ganz kurz die Politik durch, weil ich nicht ganz sicher bin, ob sich hier was getan hat. Nein, das sieht alles ganz gut aus. Da kann man nicht meckern. So, wo sind unsere Armeen? Hier ist die 7. Kanadische Infanteriedivision mit einer Artillerie. Hier haben wir eine ganz leicht gepanzerte Division und noch eine Infanteriedivision. Unsere. Moment. Okay, wo sind unsere Schiffe? Die First Navy ist auf dem Weg zurück. Royal Canadian Air Force Command müssen wir dann auch einmal rüber schicken. Die Destroyer sind dort. Ich denke, wir können das Royal Canadian Air Force Command eventuell direkt hier rüber schicken. Ja, jetzt machen sie sich auf den Weg. Naval Units. Okay. Ah, hier sind unsere Zerstörer. Bis jetzt ohne Feindkontakt. Ich hoffe, wir treffen noch was. Wir werden sehen, wie sich das gestaltet. Wir wollten hier auf jeden Fall Truppen nach Afrika verlegen. Auch das werde ich hier gleich mal dokumentieren. Ah, das habe ich eigentlich schon gemacht. Fällt mir gerade ein. Wenn ich hier richtig schaue, Afrika befreien. So. Expeditionskurs bauen, die werden wir mit diesen Landing Crafts auf jeden Fall anfangen. USA könnten uns eventuell, na, immer noch nicht, ein paar Shermans geben. Ja, was mich sonst noch so gestört hat, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das Ganze war ein bisschen zu schnell von der Geschwindigkeit. Ich werde also versuchen, nicht unbedingt auf Geschwindigkeit 5 zu gehen und dafür eben ein bisschen mehr erzählen zu können und so. Es kam mir etwas durchgehetzt vor. Das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen nerven, der sich denkt, oh, dann dauert das so lange. Aber ansonsten wäre ich damit nicht zufrieden. Und wenn ich nicht zufrieden bin, dann denke ich, seid ihr genauso unzufrieden.
So, mir ist aufgefallen in diesem Spiel, das ich ohne euch gespielt habe, ich kriege tatsächlich Erfahrung dafür, Konvois zu versenken. Das ist also ganz nett, um das zu machen, wenn man. Nein, wenn man die generell die Admiräle aufleveln will. Von daher werden wir uns da eventuell auch noch mit beschäftigen. So, unsere Marinebomber. Zwei Stück sind es nur, aber die könnten wir hier hinschicken. Und Port Strike. So, und jetzt müssen wir nur mal gucken, wann sie losfliegen. Im Moment haben sie keine Organisation, können wir sie erst einmal sein lassen. Das heißt aber, wir brauchen wahrscheinlich mehr Reinforcements, ganz genau. Nicht wegen der Organisation, sondern auch, weil sie ein bisschen Schaden hatten und das natürlich auch nicht unbedingt sinnvoll ist. Wir werden ein bisschen die Escort-Schiffe zusammenstauchen. Drei müssen erst einmal reichen. Denn wir haben natürlich noch viele andere Sachen, die wir bauen müssen. Oh ja, schön. Jetzt fangen wir an, hier ein bisschen was zu versenken. Ich würde außerdem gerne von euch haben. Was habt ihr für. Die haben den Cromwell-Panzer, der ist nicht schlecht. Was haben die USA? USA, USA, USA. Warum sehe ich die USA nicht da? Da. Liberty-Panzer, den kenne ich wiederum nicht. Also werden wir uns hier auch darauf spezialisieren, uns Marines zu holen, wenn sie welche haben. Military Police, Militia haben sie nicht. Was holen wir uns denn dann? Wir brauchen für unsere Expeditionskorps Panzer, Marines und dann vielleicht noch Luftabwehr, obwohl wir eigentlich eine relativ gute Lufttruppe dann haben sollten, also nehmen wir noch Artillerie. Die ist allerdings langsamer. Moment, jetzt muss ich überlegen, wie man das am sinnvollsten macht. Haben Sie Motorized Infantry? Das hier ist ein Tank Destroyer. Wäre auch nicht schlecht, aber ich bräuchte gerne motorisierte Infanterie. Die sie nicht haben. Die aber die Briten haben dürften. Ja, die haben die. Wir nehmen aber erstmal Marines. Und wir nehmen mal 6 Stück. Und von den Amerikanern, oder wen haben wir denn hier noch? Ist hier irgendjemand? Frankreich dürfte ziemlich am Boden sein. Haben wir hier noch einen größeren? Eigentlich nicht. Eigentlich sind wir schon, glaube ich, die Nummer 3 oder so in der Wichtigkeit. Oder in der, ja, in der Kriegswichtigkeit, in der Kriegsbedeutung. Interceptor. Nee. Die müsste man jetzt natürlich mal vergleichen mit den Mustang Multirole Fighter Paratroopers. Nee, ich bin damit nicht zufrieden. Wir werden sehen. Amerikanische Tank Destroyer will ich eigentlich gar nicht kaufen, sondern eher die britischen. Einfach weil die britischen die 17-Pfünder-Kanone haben, während die USA deutlich geringere Kaliber hatten. Und die 17-Pfünder-Kanone wurde dann eben auch auf viele Sachen aufgebaut, die. Okay, das kann ein bisschen dauern. Die Briten von den Amerikanern bekommen haben. Also beispielsweise ja, da ist was stiften gegangen. Okay, Moment. Hier, das ist immer noch nicht richtig eingestellt. Wir haben auf jeden Fall ein Gefecht gegen die rumänische Flotte geschlagen. Wir haben nichts verloren. Sie haben einen leichten Kreuzer verloren, nehme ich an. Mehr Zerstörer. So, ich muss jetzt nochmal einmal ganz kurz ins Nachrichtenmenü. Da müsst ihr leider durch. Aber das stört mich, wenn ich hier nicht die richtigen Nachrichten bekomme. Und ich dachte eigentlich, ich hätte das schon eingestellt. Land, Land, Battle is over, Naval Battle is over. Okay, wenn eine unserer Flotten jemanden angreift. Okay, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Es sollte eigentlich schon richtig sein. Vielleicht könnt ihr ja noch was dazu schreiben, wenn ihr da irgendwie eine Ahnung habt, was mir jetzt entgeht, warum ich das nicht angezeigt bekomme, wenn der Krieg beginnt. Ich schaue jetzt noch einmal hier durch. Wenn wir den Feind angreifen.
Okay. So. Vielleicht funktioniert es jetzt, mal schauen. Wir haben ganz leicht Produktionskapazitäten über, aber beziehungsweise verschwenden Industriekapazitäten, aber das sollte jetzt eigentlich nicht so tragisch sein. Vancouver möchte leichte Panzer, taktische Bomber und Interceptor. Das ist schön, was Vancouver braucht. Möchte. Aber damit können wir im Moment nicht dienen. Zeit, dass wir unsere Truppen, die sechste, die erste Navy, die wir müssen wir auf jeden Fall noch umbenennen. Okay. Rebase und die nennen wir jetzt um in Canadian Trade Fleet. So, ich werde außerdem ein bisschen darauf achten, dass die Folgen nicht ganz so lang werden, nicht ganz eine Stunde, sondern ja, so knapp unter einer halben, 25 Minuten, sowas habe ich mir ungefähr gedacht. Ihr kennt mich, ich werde das nicht unbedingt immer durchsetzen können und dann halt einfach mal weiterspielen, aber ich werde mir Mühe geben. So, die sind dort unterwegs. Die Zerstörer können wir hier rüber schicken. Erst einmal hier hin. Italien dürfte normalerweise eigentlich nur von zwei Seiten Nachschub bekommen. Hier durch den Suezkanal und hier durch die Straße von Gibraltar. Eventuell noch von Deutschland natürlich, aber das könnte dann auf dem Landweg erfolgen. Da fällt mir auf, Deutschland schlägt sich ganz gut, erstaunlicherweise. Aber wir werden schauen müssen, wie sich das ausgeht gegen die Sowjetunion. Auf jeden Fall kein schwaches Deutschland, behaupte ich mal. Kann man sich natürlich auch täuschen und das ist alles ganz anders und sieht nur so aus. Aber mal gucken. Landingcrafts. Die Landingcrafts werde ich erforschen, aber einfach weil ich etwas brauche und zwar Invasion Tactics und Landingcraft Support. Also da geht es eher darum, sich Boni abzuholen, die wir dann brauchen. Assault Ships werden wir eventuell auch noch holen, wenn die kein anderer für uns taggt. Mal gucken. So. Die Briten sind auf dem Vormarsch, das sieht ganz gut aus. Wie schief Frankreich. Die sind mit mir im Krieg, oder? Ja, okay, wir könnten also durchaus dort landen. Beziehungsweise unsere Doppelzerstörer erst einmal da vor der Küste kreisen lassen und gucken, ob wir vielleicht von Vichy Frankreich auch noch ein bisschen was abzwacken können. Wir würden außerdem, glaube ich, ganz gerne neue Bauaufträge holen. Und zwar brauchen wir den Cromwell. Armor, ne? Das ist Armored Car, okay. Und davon bauen wir vier Stück. So, ja, das wird eine ganz schöne Weile dauern. 1943, 1942, 1944 ist das erst fertig. Setzen wir die strategischen Bomber mal nach unten und behaupten mal, dass wir da nicht so wichtig sind. Was ist das hier? Navy Bomber. Die brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Die beiden Zerstörer sind immer noch nicht da, aber auf dem Weg. Die hier kreisen. Okay. Das ist nur so eine Kommandotruppe. Und die hier werden auch noch ein bisschen brauchen, bis sie da sind. Gehen wir mal auf die Terrakarte. Das ist alles Wüste. Okay. Gehen wir mal auf die Infrastruktur. Hier nicht vorhanden, alles klar. Ich dachte, hier gibt es irgendwie noch... Ich denke, wir können gar nicht hier landen. Seltsamerweise. Obwohl Casablanca müsste man schon erobern können. Also kann ich mir jetzt nicht erklären, dass das... Oder nicht denken, dass das nicht möglich ist. Und wir sind mit Vichy Frankreich im Krieg, also sollten wir hier auch landen und angreifen können. Denke ich. Und ich denke außerdem, dass wir hier gegen Vichy Frankreich durchaus eine Chance hätten. Denn das meiste, was hier ist, ist halt einfach lebloses Land, beziehungsweise halt kein für einen modernen Krieg wichtiges Land. Also sollte es kein großes Problem dabei geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit die Amerikaner bei der Operation Torch wirklich in Nordafrika gelandet sind. Aber wir werden sehen.
Es gibt keine Infrastruktur. Ach, okay, Moment, das stimmt nicht notwendigerweise. Das hier wird mir auch schwarz angezeigt. Also bezieht sich das wahrscheinlich eher auf Unterstützungsangebote oder sowas. Es sollte also funktionieren. Ja, dann werden wir hier landen. Eventuell ist es nicht ganz richtig. Es kann sein, dass die Amerikaner eigentlich hier gelandet sind in Tunis oder so. Das müsste mich nochmal nachgucken. Ich glaube sogar, dass sie irgendwie hier bei Tunis gelandet sind. Und ich glaube, sie sind in Vichy-Frankreich gelandet. Da bin ich mir relativ sicher. Das werden wir aber jetzt nicht unbedingt hundertprozentig genauso nachstellen, weil ich nicht denke, dass das wichtig ist. Solche Details werde ich dann nochmal erwähnen. Aber für den Moment ist das nicht so unglaublich wichtig. Schauen wir uns mal den strategischen Krieg an, das hat mich nämlich interessiert. Wir haben bis jetzt 41.242 Tonnen Cargo verloren oder aber 21.000, nee, das stimmt gar nicht, hier oben, 576 Industriekapazitäten. Okay. So ist es richtig. 576 zu 3.900. Oh, okay. Da haben sie schon deutlich mehr verloren. Wahrscheinlich werden meine Verbündeten entschieden mehr Schaden machen als ich, so wie es aussieht. Okay. Oh, super. Wir haben Landing Crafts. Das war wichtig. Wir können also jetzt Invasion Tactics und Landing Craft Support. Und da wir landen wollen, schieben wir das mal relativ weit nach oben. Da fällt mir ein, liebes Großbritannien, hast du denn schon Mechanized Infantry? Denn die bräuchte ich auch noch. Mechanized. Na, also genau das, was ich suche. Also anstatt nur mit LKWs, mit Sonderkraftfahrzeugen, wie sie im Deutschen hießen, oder eben Half-Tracks im Englischen. Al-Hassan. Das ist hier aus dem Irak. Okay, alles klar. Persien ist ebenfalls mit dabei. Afghanistan. Okay. Das sieht ganz gut aus. Persien. Ich bin mir nicht sicher, ob es Persien war oder ob es eigentlich nicht tatsächlich der Iran schon war. Auch das werde ich nochmal nachschauen. Ich werde in der nächsten Folge sehr viel zu erzählen haben über die Operation Torch und über den Iran, vielleicht auch nicht in der nächsten, sondern in der übernächsten, aber so ungefähr. Sobald unsere Schiffe hier ankommen, werde ich dann auch die Folge beenden. Ich bin mir relativ sicher, aber ich werde es nochmal nachschauen, bevor ich jetzt das mit Sicherheit bestätige. Dass es der Iran war und dass Großbritannien und die Sowjetunion den Iran mehr oder minder gewaltsam unter ihre Kontrolle gebracht haben, um eben das Ölvorkommen zu sichern. So, mehr Navy Bomber. Was braucht man mehr? Die werden wir. Das hätte ich auch anders lösen können. Manchmal bin ich echt ein bisschen verpeilt. Die werden wir hierher verlegen. Und wir könnten eigentlich mal unseren Jägern und dann Interceptor. Okay, falsch. Air Superiority. Ja, wir wollen dort die Lufthoheit. Nehmen wir mal Provinzen. Und wir sollten in der Lage sein. Okay, Moment. So deckt es das ab. So ein relativ großes Gebiet. Die See ist mir aber nicht so wichtig. Das ist okay. Gut. Ich werde versuchen, darauf zu achten, ob ich hier Kampfnachrichten bekomme. Sollte ich das übersehen, dann tut es mir sehr leid. Interessanterweise, wie er fährt. Und interessant, wie er fährt. Zack, zack. Aber das ist halt, wenn die Seezonen nicht ganz so nett aufgeteilt sind. Wenn man hier noch eine Linie gezogen hätte, dann wäre es etwas besser. Aber es ist halt nicht Europa Universalis 4. Es ist noch ein bisschen älteres Spiel. Dafür sehen die Vorab-Videos, sage ich mal, die wir zu Hearts of Iron 4 bekommen haben, auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Und insbesondere das Produktionsmenü, ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht mal verfolgt hat. Oh. Deutsche Konvois versenken, denn anders kriegen die hier keinen Nachschub. Aber was haben sie dort? Eine relativ starke Flotte sogar. Euch brauche ich nicht, euch muss ich zusammenlegen.
Tankbuster. Was ich brauche, ist Fleet Destroyer und Port Strike. So. Tatsächlich, der Einsatz von Flugzeugen gegen Schiffe ist vor allen Dingen eine Sache, die sich in der Schlacht um Norwegen sehr bewährt hat und dort sehr deutlich hervortrat, sodass man dazu übergegangen ist, das als allgemeines Mittel zu akzeptieren. Denn logischerweise war die deutsche Flotte der englischen weit unterlegen. Beide Seiten hatten vor, Norwegen gewaltsam zu annektieren. Jeweils um den Eisennachschub für Deutschland zu sichern bzw. zu unterbrechen. Und ja, es gelang den Deutschen eine gewisse Anzahl britischer Schiffe zu versenken mit Flugzeugen und das war bis dahin relativ neu. Ne? Ich meine, man hatte natürlich die Flugzeugträger und so, aber dass von Land aus gestartete Flugzeuge eine Flotte besiegen können, das hatte man so noch nicht auf dem Schirm gehabt. Also eine der vielen Neuerungen des Krieges. So oder so, unsere Transporter sind angekommen. Ich werde es dann ein bisschen laufen lassen. Während die Truppen sich hier dahin bewegen, das ist jetzt also nichts besonders Wichtiges. Ansonsten werden wir dann in der nächsten Folge uns auf den Weg machen und in Vichy, Frankreich landen. Eventuell werde ich dafür auch noch einen kleinen Schlachtplan entwerfen. Mal gucken, wie ich mir das so denke. Oder höchstwahrscheinlich werde ich das machen. Dann werden wir versuchen, den Italienern hier in den Rücken zu fallen oder zumindest eine zweite Front aufzumachen. Wir haben nicht viele Truppen, die wir da hinstellen können, aber wir können zumindest einmal schauen, inwieweit unsere Landungen denn überhaupt funktionieren würden ohne Landungsboote. So ein bisschen wie die Landung der Kanadier. Auch dort sind, glaube ich, 5000 im Einsatz gewesen in nicht Cannes. Tiefe war es, glaube ich. Oder war es Le Havre? Ah, irgendwo hier auf jeden Fall. Und man hat einfach mal so eine Landung versucht, mit natürlich viel zu wenig Kräften, hat geschaut, wie das ausgeht. Die beteiligten Kanadier, die da zum größten Teil die Truppen gestellt haben, sind natürlich hauptsächlich umgekommen oder in Gefangenschaft geraten. Aber, motorisierte Infanterie, okay. Aber es war eben wichtig, um das mal auszuprobieren, um zu wissen, wie das dann am D-Day laufen sollte. Soweit so gut. Schreibt mir auf jeden Fall, wenn ihr irgendwas zum Ton zu sagen habt, das unten in die Kommentare. Das ist für mich wichtig. Ich stecke da relativ viel Arbeit rein und freue mich dann natürlich auch, wenn es dann doch wieder klappt. Also da ist mir Feedback auf jeden Fall wichtig und erwünscht. Ansonsten alles andere natürlich auch gerne in die Kommentare, Tipps, Tricks, Kritik, was ihr eben so auf dem Herzen habt. Like die ganze Episode, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin.